Nein, ich raste aber, klar. Schon schaffen. Der wird das schon schaffen, den Kleine. Doff. Muss ich jetzt mal eine Kupplung eventuell. Ne, funktioniert nicht. Ja, tut mir leid, Leute. Ich würde gerne eine Kupplung bauen, aber die funktioniert nicht. Thank you.
Ja. Da sind wir wieder auf Tür mit meinem schönen neuen Dorf. So eine Scheiße, Alter. Die gemacht, ey. Schon ab 16% hat meine Mutter Fehlfunktion. Was ist denn das für eine Scheiße hier?
Ach so, scheiße, die Kupplung hat nicht funktioniert. Schauen, ob ich nachher bloß das Spiel neu starten brauche. Ich spiele noch was anderes, wenn das hier nicht mehr weiter funktioniert. Mal schauen, ob ich oben in Skandinavien in die Garage habe, nämlich dann bin ich mal dahin, um die neuen Gigaliner auszutesten. Hallo, wer ist hier?
Ja. So, jetzt sind wir in Österreich. Was? Du auch? Ob ich was mache? Du auch, ja. Weil bei dir ist es langweilig. Warte mal, ich höre dich nicht. So, jetzt kannst du nochmal sagen. Ob du aufnimmst, weil hinter deinem Namen steht live. Ja, ich bin gerade live. YouTube oder was? Ja. Schau ich doch mal rein. Schau ich doch mal rein. Auf welchem Server denn? Auf welchem Account denn? Jan HD. Jan HD. Warte, findest du so nicht. Doch klar, du hast den Trecker als Hintergrund, ne? Nein. Okay. Wie viel sind denn aktiv? Ach, ich bin. Du hast einen aktiven Zuschauer, das bin ich. Ich kann nicht mit dir mitfahren, leider. Wieso? Weil ich gebannt wurde gestern. Zusammen mit Jens und Sven. Echt jetzt? Ja, wir haben Scheiße gebaut. Ich fahr sowieso jetzt nicht mehr groß, weil dauernd, wenn ich lenken will. Habe ich kurz Standbild und dann fährt er irgendwo rein. Achso, ich geb dir mal ein Like, komm. Danke. Oh, du hast 50 Abonnenten, jetzt hast du 51. Warte mal. Ja, komm, abonnier mal hier. Abonnier, schön. So, ich möchte das jetzt mal kurz mit dem Gigaliner ausprobieren hier. Schöner Dampf. Danke. Ist aber leicht verzögert, ne? Ja, ist immer so bei Livestream. Das ist aber kein Gigaliner, den du da hast. Den muss ich erst auswählen, oder? Nee, die sind dann dabei. Also da steht dann, da hast du so ein Bild hinten, dass der länger ist, der LKW. Das echt? Siehst du schon am Bild von dem, Ach echt? Geh nochmal auf deine Aufträge. Genau, und dann scroll mal nach links weiter, nochmal weiter. Nee, noch einmal weiter nach links. Du musst du mal eine andere Stadt anklicken, da hast du gerade keine Gigaliner. Oder ich gehe mal kurz schlafen gerade. Oder so. Du hast doch keine Gigaliner gerade, ne? Vielleicht siehst du ja auch mein Problem, wenn ich fahre. Ja, stimmt. Schau ich mir mal an. Ach ja, ich sehe das ja immer zeitverzögert. Bei mir fährst du gerade erst rein in die Garage. Ach so.
Nee, das sind keine. Musst du nochmal irgendwie eine andere Stadt angucken. Ah, jetzt sehe ich einen. Bei externe Aufträge bin ich ja gerade. Die muss ich mir mal angucken. Auftrag ausführen, ja. Ja, hier der LKW, die LKW-Felgen, genau, ja. Das ist ein Gigaliner. Och, ich hasse es, Alter. Ich glaube, ich musste, bevor ich nochmal spiele, mein Spiel neu starten. Also meinen kompletten Rechner neu starten erstmal. Wegen dem Lenkrad. Was ist denn damit? Ja, keine Ahnung. Ich kann auch keine Kupplung mehr betätigen oder so. Oh, du hast zwei Zuschauer. Mhm. Alter. Junge. Ach so, ich habe ja vergessen, ich habe ja extern, ich kann ja nicht so schnell fahren. Ich wundere mich, hey, ich habe da Geschwindigkeitsbegrenzer raus. Aber schöner Dach hast du. Danke, danke. Ich will das DLC auch noch haben. Doppelt, das ist ja schlimm. Oh ja, das kenne ich. Ja, ja, schon wieder, Alter. Da steht ja der schon. Wie viel Zeitverzöger ist das? So 10, 15 Sekunden immer, ne? Keine Ahnung, habe ich noch nicht drauf geachtet. Du bist doch nicht über Leiner gefahren, ne? Nee. Hat der, weißt du? Kann ich mal gucken. 18 Tonnen. Das krieg ich hier noch. Ja. 34 Tonnen. 34 Tonnen. Sieht schon geil aus, ne? Ja. Aber der hintere Anhänger hat keine Kennzeichen. Bei mir schon. Echt? Dann haben sie das gekriegt. Wow. Du wirst gleich sehen, was passiert ist. Oh. Nur weil die Lenkung mal wieder eingefroren ist. Keine Ahnung. Schön Chips essen. Nee, Popcorn. Oh, auch nicht schlecht. Und
Zuschauer hast du normalerweise in so einem Livestream? Kommt noch an, was ich livestreame. So. Was streamst du denn noch so? Arma 3, Warface. Oh. Rainbow Six Siege. Nö. Ja, scheiße. Ich muss ausmachen, ey. Es macht keinen Spaß mehr so. Startest du nochmal einen Livestream oder? Oh, ich werde angerufen. Das war es jetzt erstmal von ATS2. Kleinen Einblick noch. Dann geht's auch an Arma 3 los. Sag mal, du, nee, ich, Benz frei nicht. Nur, manchmal frage ich auch Benz, aber nur in ausgewählten Momenten. Weil, mein Motto ist, Sterne gehören an den Himmel und nicht auf die Straße, deswegen. Deswegen. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich gleich Arma 3. Moin Sven. Aber der schnellste mit, also der hat Vor- und Nachteil, der Benz, der Volvo. So. Ja, schön, dass Benz deutsche Qualität ist. Trotzdem gehören hier an die Sterne, an den Himmel die Sterne und nicht auf die Straße. Ach, hier der Typ da, ne? Hm. Ach, hier, Furzi. Ja, schöne Sucht da. Wenn du eine wurst, du. Kannst du auch was in den Chat schreiben? Ja, mach ich mal. Wo ist denn hier? Da. Mann ist halt. Ja, das stimmt auch wieder. Ey, kann ich dafür sperren? Er weiß ja genau, dass er auch gewandt ist. Na du Rubel. Auf welche Servergruppe wurde mir gewirkt? Auf dem anderen Server? Ach, die. Gut. Ach, der Punkt mal wieder. Alles klar. Okay, Renault Premium ist aber geil. Schlechten Motor, aber sieht geil aus. Ja. Ich muss aber auch gleich wieder weg. Lol. Diese Nachricht wird überprüft zurückgehalten. Welche denn? Die von dir. Die mit der Hummelhure? Nee, Renault ist mega hässlich.
Hä? Jetzt? Ja. Was ist denn da? Moin, Sven. Moin, Sven, du bist im Livestream. Ja. Wir unterhalten uns über LKWs, ist auch cool. In zwei Tagen ist gut. Flo hat mir schon alles erzählt, Sven. Ja, stimmt auch wieder. Besonders mit dem neuen. Bei mir kommt ein Mercedes-Benz, zwei Scania, Streamline, drei Renault Premium. Stimmt, verstehe ich nicht. Ach so, erstens Mercedes, zweitens Scania, Streamline und drittens Renault Premium. Was ist denn jetzt Matze? Ich sag, der hat mir geschrieben, dass ich runter in Leitung, warte auf Leitung kommen soll. Und jetzt ist er wieder weg. Warte ich mal auf weiter. Warte auf Leitung. Schauen, ob Matze auch live ist, warte mal. Oh, ich habe 4 aktive Zuschauer, hä? Ich habe wirklich 4 aktive Zuschauer. Passt ja. Ey, Matze ist auch toll. Wisst ihr, war? Warum? You moved, hä? Jan? Jo? Gibt's da auch noch einen anderen Bildschirm außer Schwarz bei dir? Ist noch? Was? In welchem Teamspeak? Ja. In unserem. Ich hab eine Überraschung für dich, komm mal rüber. Alter. Das ist so hell noch heute. Was willst du mit Renault? Die Karre fällt schon beim Neukauf auseinander. Aber echt nur. So. Moin, Freddy! Moin! Da, du alte Dreckmann! Ja. Ey, schon wieder so einer, ey! Matze, du alte Rummelhure! Moin, Martin, Digga! Ey, ihr wisst schon, ich bin live, also. Ach ja, stimmt ja. Jan, also du spielst jetzt nicht in Arma. Nee, gerade noch nicht, ich bin nur darüber am Überlegen, was ich jetzt spiele. Arma, Warface. Weil wir haben nämlich drüben gerade echt Hölle. Echt? Ja. Benny? Matze ist auch für Mercedes-Benz, alles klar. Bist du ja nicht öfter da, ne? Da, jetzt schon wieder. Was heißt denn jetzt schon wieder? Ab gestern. Warum?
Matze fährt mit Leidenschaft Benz. Wollte gerade sagen, der fährt doch mit Leidenschaft nur DAF. Der fährt nie im Leben Benz. Dann wird er sich umbringen, der wird sich erschießen. Wenn der jemals in seinem Leben Mercedes-Benz fahren muss. Mercedes-Benz RTWs, ja gut. Die sind doch die einzigen guten. Dann schalte ich mal am A3. Wenn da drüben die Hölle los ist. Dann musst du aber den Stream neu aufsetzen, ne? Wieso? Ist mir scheißegal. Ich hab bloß die Videobeschreibung alles geändert und passt schon. Wenn du schon wieder lesen kannst, reicht mir von German Gaming. Ich kann nicht schreiben. Lol, hast du mich gesperrt? Ich kann nicht schreiben. Nee, ich hab dich nicht gesperrt. Kann nicht schreiben. Hä, wie meinst du das jetzt, Hi-Hor-Org? In Arma 3 oder was? Hilfsorganisator oder sowas. Hä? Man schreibt das Wort mal aus. Hallo Steven. Ah, jetzt kann ich wieder schreiben. Aber wie macht man denn diese scheiß Smileys wieder weg? Du bist bestimmt Feuerwehr-Doto. Weil die meisten sind ja Feuerwehr, also. Hilfsorganisation meinst du damit? Was? Ich tippe auf Feuerwehr. Oh, wie macht man denn diese scheiß Smileys wieder weg? Sag mal. Wollte gerade sagen. Hallo? Bin dann wieder da. Dann bist du beim THW oder beim Rettungsdienst. Eins von beiden. So, jo. Jan? Jo. Ja. Jan? Ja. Jan. Ja. Ja. Mann, ich war immer noch drüben auf dem falschen Team. Ist mir mal eingefallen, dann geh mal bitte raus. So, ich bin ganz. Du bist ja da in Rügen, ich bin da drüben noch mit bei uns. Ja, ich bin auch drüben auf dem TM-Speak, aber gerade unten anstupsen online gegangen. Ja, aber wenn du das machen willst. Ja, ich bin gerade in Arma drinne. Achso, du kommst in Arma, achso. Peter? Nur für dich kurz zur Information. Ich möchte, dass du, ist mir egal welchen von beiden, ich möchte dich gerne in Atira oder Zyrgos immer als Einsatzleiter haben. Mich? Ja. Okay, Atira. Okay, Atira. Aber ich bin jetzt gerade, komme ich nicht online. Ich habe mir eben nur einen Daumen geschnitten, deswegen kann ich jetzt die Bude nicht weitermachen. Ich muss noch meine Tochter warten und wenn die dann kommt, dann kann ich online. Ja, es ist alles kein Problem. Nur damit das für heute Abend dann Bescheid weiß. Ja, wie gesagt, Atira. Was ist denn hier heute los? Also ab sofort wird es nämlich in dem Sinne so sein, es wird eine neue Kategorie geben für die Einsatzleitung. Echt? Ja. Die Einsatzleiter, die dann wie jetzt zum Beispiel Peter Hacke, ja, wenn der online kommt, dann ist er auch immer in Team Atira immer dann auch drin. Ne? Mhm. Es wird so sein, dass es im Endeffekt so kommen wird. Die Einsatzleiter sind definitiv dann immer dann entweder Kavala, Atira oder Führer, gell? Ja. So, wenn dann die Medics dann online kommen, wie auch immer, dann ist es so, wie wir es gestern besprochen haben, dann ganz einfach drei Kavala, dann muss Atira gefüllt werden, wenn Atira voll ist mit drei, dann Führer gefüllt werden. Okay.
So, und wir machen das in Zukunft dann auch so, Hacke, es wird auf der Karte nach jedem Restart, das muss jeder Einsatzlader dann machen, wenn es nicht dann von einem Einsatzlader schon gemacht ist, ich zeige euch dann nachher, welche Bereiche dann wo was übernimmt. Und das muss dann immer in der Karte eingezeichnet werden. Wie meinst du das jetzt? Na, ich soll auf der Karte, ich soll jetzt, nee, Karte habe ich jetzt nicht, wie gesagt, ich bin ja nicht online. Nein, mach das mal bitte mit gedanklich. Ja, du hast die gedanklich habe ich. Team Atira ist oben Flughafen. Das wird im Endeffekt, der gesamte Einsatzbereich ist dann im Endeffekt von Team Atira oben, wo der Flughafen, wo der Gang durchgeht, zu Bürgers rüber, zu der Insel. Gell? Prototo. Ja. Bis dahin und bis runter, ich sag schon, bis zur Todeskurve. Alles, was dann an der Todeskurve runterwärts ist, ist dann Kavala. Können wir da nicht vom Mapper irgendwie einfach Linien einzeichnen lassen? Leider nicht, weil das wird dann gesamt für alle dann sein. Naja, ist ja nicht so schlimm, die können die Linien ja einfach ignorieren. Könnt ihr es ansprechen, das müsst ihr aber dann mit der gesamten Geschäftsleitung absprechen. Naja, weil wie gesagt, wäre für uns eine unheimliche Hilfe, da müssen wir das nicht jedes Mal diskutieren, von wegen, ja, das ist grenzwertig, das ist noch da, das ist noch deins, das ist noch meins. Deswegen, rote Linien oder sowas, wisst ihr? Oder derjenige, der als erstes an Einsatzleiter da ist, zieht sofort die roten Linien. Okay. Da muss es dann gehalten werden. Ja, kriegen wir schon hin. So, und wie gesagt, falls das halt noch machbar sein sollte, dass wir diese Linien bekommen von den Admins, wäre das schon schön. Genau, das werde ich auf jeden Fall mit abquatschen. So, und die von dem Team sind dann auch in dem Panel dann. Als ob ich für einen Kavall rumgeschossen wird, ey. Die Frage ist nur, was mach ich jetzt, wenn ich jetzt als Einsatzleiter für Atira da bin, für Kavala und Pyrgos aber noch keiner da ist? Übernehme ich dann noch die gesamte Karte, wa? Nee, dann macht das der für Kavala zuständig ist. Wenn gar keiner da ist, wenn du wirklich komplett alleine... Wollte ich gerade sagen, wenn der noch nicht da ist. Dann übernimmt das halt dann Einsatzleiter, der dann da ist. Naja, aber also ich meine jetzt, wenn ich als einziger Einsatzleiter da bin und kein weiterer Einsatzleiter da ist, dann übernehme ich quasi die komplette Karte. Genau. Gut, das wollte ich wissen. Und ansonsten, wenn halt einer da ist, beziehungsweise wenn man nur zu zweit ist, dann kann man ja sagen, okay, pass auf, du machst Kavala, ich mach Pyrgos. Genau. Dann nimmt einer die rechte Inselhälfte, der andere die linke und wenn dann der dritte noch dazu kommt, dann kann man ja dann richtig besetzen. Genau. Läuft. Das ist noch eine viel bessere Idee, oder? Läuft, ja. Die ist mir über die Nacht eingefallen, als ich könnte das Spiel gespielt habe. Könnte am Anfang ein bisschen durcheinander werden, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir, dann müssen wir hier auf jeden Fall hinkriegen. Deswegen werden wir auf jeden Fall mehr Einsatzlader dran. Ja. So, das heißt, ja, genau so ist es. Läuft. Gut. Was bin ich dann? Peter? Ja. Dich würde ich gerne mit Einsatzlader von Pyrgos nehmen. Du hast die gesamte rechte Insel. Das heißt, okay. Fliegen. Das heißt, würde ich sagen, fliegen. Ja. Oder du sagst, okay, pass auf, du willst eher lieber fahren, dann gehst du, weil Kavala ist viel mit fahren dann. Ja, ich will lieber Kavala, deswegen. Na, da gehst du mit zu mir rein. Jo. Dann, wenn ich arbeiten bin oder sowas, dass du dann das übernimmst. Jo. Wir brauchen auf jeden Fall für jeden Bereich zwei Einsatzlader. Als Vertretung. Wer ist bei dir als Vertretung? Darf ich mir meinen Vertreter wählen? Du darfst dir deinen Vertreter selbst wählen, natürlich. Jo, das dauert aber ein paar Tage, ich muss die Leute erstmal ein bisschen kennenlernen. Jo. Ja, auf jeden Fall. Meine vertretbare Person wird dann höchstwahrscheinlich dann der Jan sein. Wir müssen das abquatschen, wir müssen das ungefähr eintakten, dann im Endeffekt, wie du dann Zeit hast, zwecks Schule. Ja. Weil du bist ja unter der Woche immer dann nicht da. Ja. Und dass ich dann noch Vorsicht habe, mir noch einen dazu nehme. Ja, tut mir leid, auch wegen der Schule, also. Nein, wir müssen das, ich muss das ungefähr mit allen einpacken. Ich werde mir höchstwahrscheinlich später mit dazu nehmen. Wozu nehmen?
Mit Einsatzlader für Kavala. Jo. Gerne. Und aber ich muss dir ehrlich sagen, Kavala ist für mich eigentlich immer so die Hochburg von Einsätzen. Ich fahre Kavala teilweise blind. Ja, also Kavala kenne ich wie meine Westentasche eigentlich. Was ist denn hier heute los? Deswegen fahre ich eigentlich sogar viel lieber in Kavala oder viel durch Kavala oder wie auch immer. Ja, dann sag das doch, alles klar, dann bist du Kavala, fahr das Ding aus Ende. Dann mache ich Atira mit Flugdingsbumm. Okay. Ich mach Kavala ja auch mit Flug. Ja? Weil ich hab dann einen mit Auto und einen mit Hubschrauber. Weißt du, der mit dem Auto macht Kavala und nähere Umgebung und der mit Hubschrauber, der fliegt dann beispielsweise zum Pfandflaschenkram da, weißt du? Na, das Pfandflaschen kann man mit dem Auto noch machen. Ich meine ja, was weiter da unten ist. Ja. Um das halt relativ zügig abzudecken, alles da unten. Ey, die Cops sind da auch gerade bedeppert. Schießen Kavala mit ihren Waffen rum. So, ja, gestern war die Hölle, ey. Gestern war so die Hölle. Es war vorhin auch die Hölle wieder. Schon wieder? Genauso wie gestern? Ja. Wieso was passiert? Einen Moment. Wir hatten gestern richtig heftige Troller, die haben sich Quads und Pickups ausgeparkt und haben die ganzen Leute am Marktplatz die ganze Zeit überfahren, haben die Fahrzeuge die ganze Zeit so geschoben und geflippt, dass die explodieren. Halb Kavala stand voll mit irgendwelchen Fahrzeugen und es war die Hölle. Wirklich, es war die Hölle auf Erden. Dann haben sie uns Medic sogar die Fahrzeuge teilweise geklaut, also zumindest mir. Ach der Scheiße. Es war richtig krass. Ja, wollte ich mal als Zivio online gehen, aber lieber als Medic jetzt erstmal. Nee, oder? Ich muss dir ehrlich gestehen, ich gehe sowieso viel lieber als Medic online. Ich werde nachher mal kurz als Zivi online gehen, werde mir da ein Tempus Gerät oder sowas holen. Ah, nee, kann ich nicht. Werde mir ein Tempus oder sowas gucken, werde dann damit. Warte mal. Werde dann Pfandflaschen machen. Warte mal. Jo, doch. Und da, nicht wundern, ich suche gerade einen Parkplatz für meinen Quad. Ja, da. Und wo man da irgendwo einen Parkplatz hat. Weil, da kommst du mal mit. Ja, unten ist der Parkplatz dafür. Nicht hier oben. Kommst du mal mit. Und zwar habe ich mir hier die Wohnung gekauft. Die sind auch schon, ich habe da schon Gitter ran gemacht, weil da gehen immer so Leute mit so roten Anzügen rein. Ja, auf jeden Doto. Und, okay. Die fragen dann immer, was ich hier mache, aber ich habe mir hier ganz billig im Internet eine Wohnung gekauft und jetzt habe ich einen Parkplatz gesucht für meinen Quad. Ja, hier gibt's aber keinen Parkplatz für die Wohnung. Oben parke. Ja, es ist sehr schlimm. Es blockiert unseren Weg. Ja, warte mal. Nur ganz kurz AFK. Oh. In welchen bin ich jetzt gemutet? Ich habe euch jetzt mal runtergesmoken, 18 Uhr, ihr wisst ja Bescheid, ne? 18 Uhr macht dann nochmal komplett ein Ding. Ich glaube, jetzt blockiert gerade keinen Weg mehr, oder? Irgendwas vergessen. Ich schlepp jetzt auf dem Krankenhausgebäude steht ein Quad. Nimm Leon an. Okay, ja, ich mach. Hallo? Ja? Ja, wird das so passen? So, wieder da. Ja, natürlich. Ich muss mal eben Kinderpflaster holen. Okay. Dann danke ich Ihnen. Der Experten namens Leon von Rochford kenne ich ja schon. Toto, vor dem Krankenhaus ist ein Parkplatz. Siehst du den da nicht? Warte. So? Ja. Wenn jetzt einer in dem Pyros-Gebiet stirbt, soll ich dann dahin fliegen oder Kavala? Ja. Wer? Ja. Ich soll hinfliegen. Ja. Gut. Peter? Ja. Peter, sag ich, Matze? Ja. Ich mach dann EL für Kavala.
mit dir zusammen, ja? Oder düst du? Ja, wir sprechen, also ich mach dann, sage ich mal, wie du ja mitkriegst, ich mache ja sowieso alles komplett drumherum erstmal. Das, wie gesagt, das machen wir am besten alles dann 18 Uhr, wenn da mehrere da sind. Genau, anders. Ja. Ja, da gibt's aber für 100 Euro gibt's bessere. Weißt du, was ich meine? Da gibt's echt bessere. Warten, was sucht ihr denn für 100 Euro? Vielleicht kann ich euch ja beraten. Computerstuhl. Ich hab für 120 hab ich ihn gekriegt von meiner Frau, der war mal beim Möbelboss im Angebot, der sitzt, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Autositz. Wie so ein Sportsitz vom Auto. Denn der hat Garantie. Ist das ein Case-Racer vielleicht? Nee, wie gesagt, ist irgendwie sowas von Möbelboss halt. Ja? Sollte der Server nicht neu starten? Meine Schwiegermutter, die bestellt ja einen Stuhl oder sowas, weißt du? Und ja, sollte das so machen. Die will ja überall einen für mich bestellen. Ich glaube, normal hast du das schon neu starten. Der müsste eigentlich schon seit einer Minute, ne? Ja. Okay. Nee, ich krieg ja bei dir nie was zu essen. Wie, Schatz, wie viel? Ja, und die Hähnchen. Der Server hat jetzt nicht restartet, oder? Nö. Tolle Kacke. Doch. Ah, jetzt. Okay, dann bin ich jetzt mal weg, ne? Jo, tschüss. Bis heute Mittag oder heute Abend? Wir haben heute Mittag. Mittag, ja. Wir haben schon Nachmittag, sagen wir mal so rum. Guck mal draußen im Flur, was da draußen steht. Der Beutel nehmen wir. Geh mal hin. Matze? Wie viele Kilo sind? 5 oder 6, 7, 8 Kilo? Alles trocken, oder? Im Bockenfutter hat alles vorbeigebracht. Warte mal ganz kurz. Ja, Peter? Zockt deine Frau auch, Arma? Nein. Mann. Die ist für Rollenspiele. Mann. Die ist mehr für MMORPG. MMORPG. Was heißt das? Gut, brauchst nicht weiter zu trainieren. Ja, genau. Ach, ja, das heißt so viel. Tschüss. Ciao. Ciao. Jo. Hey Leon. Ich glaube, ich muss mal mit deiner Frau reden. Warum? Dass sie dann auch mit Arma anfängt. Nee, mach denn, ich hab's dir schon ein paar Mal gefragt. Ob du auch mit Arma anfängst. Ich hab schlagende Argumente, Matze. Ich hab schlagende Argumente. Wenn sie nicht muss, dann macht sie es nicht. Ja, sie muss. Du musst, hat er gesagt. Ich möchte eine weibliche Einsatzleitungsvertretung haben. Lol. Lol. Deine Frau muss, ob sie will oder nicht. Ja, wie gesagt, glaube ich ja weniger. Ich will auch nicht dazu zwingen. Man kann nicht jeden dazu zwingen. Aber ich. Ne, sie spielt eher mehr so World of Warcraft auf jeden Fall. Das ist wirklich scheiße. Also ich habe ja auch mal World of Warcraft gespielt, ne? Und ich habe davon epileptische Anfälle gekriegt. Ja. Ernsthaft, ich habe 6 epileptische Anfälle nur durch World of Warcraft gekriegt. Okay. Also ich muss jetzt erstmal mit meinem Rechner neu starten. Jo. Jo, starte mal. Jo. Wie geht denn das hier? Mit dem Teamspeak. Auch heute früh schon auf dem Berlin-Marathon gewesen, ey. Matt, du wohnst in Berlin? Ja. Ja, läuft. Wieso? Du auch? Oranienburg, Junge. Achso. Toll, ich muss mein Spiel neu starten. Da musst du nachher mal in den Mauerpark gehen, bitte. Ich bin zu Hause. Da gehe ich nirgends mehr hin heute. Nein, später, zu späterer Stunde. Nein, danke. Da schlafe ich. Da wird nämlich jemand sein im Mauerpark, die hat sich selbstständig gemacht, die hat ihre eigene Modelinie. Ach so. Sich Jay Lee. Ja,
Hey, was, wieso steht denn hinter dem Namen EL? Heißt das jetzt Einsatzleiter? Jawohl. Also ich bin dafür, dass die Einsatzleiter ein extra Fahrzeug bekommen. Peter, bist du auch dafür? Sag das nicht mir, natürlich bin ich dafür. So ein Strider oder so. Na gut, ein Strider ist schon wieder zu übertrieben. Der Popcorn macht einen echt satt. Habt ihr noch einen Channel? Nee. Der hat doch gesagt, der muss seinen Computer neu starten. Ja. Ich muss mal im TS neu starten. Jo. Der eine muss den Computer neu starten, der eine muss den PC, seinen TS neu starten. Was ist? Und Einsatzleitung in Atira. Wer? Hat sie gesagt. Peter, Ziegler, ja. Na, das hätte ja jetzt nicht so funktioniert, ne? Was? Naja, von wegen, Dings verknüpfen und so. Dass ich mein Arma-Logo kriege. Ach so, du musst dann. Dann schlägt dir der irgendeinen Namen vor, den musst du dann in TS eingeben. Dann musst du das nochmal auf Verknüpfen gehen und dann funktioniert das erst. Geil. Bin mal kurz auf K. Jo. Und die Markierung weg. Okay, die musst du dann neu setzen. Was ist eigentlich anders am Geländereparatur? Ja, der ist nur für Reparaturen da. Sollte man damit auch einfach rumfahren? Nein, bitte nicht. Okay. Jetzt wird nur mal angeguckt. Nun. Das ist das einzige Auto, was hinten eine Anhängerkupplung dran hat, habe ich festgestellt. Drück mal I, Leon. Wenn's ja, ja, dann du hast gerade nicht die Medikleidung an. Ich hab die Medikleidung an. Ja, aber bei mir nicht. Drück I. So, jetzt. Peter und die andere Markierung noch. So, jetzt habe ich meinen Namen darin geändert und nun? Dann musst du nochmal auf Verknüpfen gehen. Achso. Und jetzt kann ich meine Zahlen da hinten wieder wegmachen. Ja. Danke. Was denn? El Cavalla. Wird auch rausfahren, macht stark. Wer ist Einsatzleitung Pycross? Keine Ahnung. Also Mats hat vorhin gesagt, ich soll auch nach Pycross fliegen dann. Was, Peter? Also ich bin ja Einsatzleitung. Du bist doch Einsatzleitung Pycross, oder nicht? Nein, ich möchte gerne Auto fahren. Deswegen. Ich mag das nicht so fliegen.
Weil ich ja nicht als Zivi genug fliege. Mit dem Hellcat. Wenn Matze meint, ich soll dann auch nach Pykos fliegen. Ja, das machst du dann auch. Also eine Frage in die Runde, wie bekommt man eigentlich eine Beförderung? Also was muss man machen? Am Sonntag. Heute ist Sonntag. Ja, nicht diesen Sonntag, nächsten Sonntag erst. Warum diesen Sonntag nicht? Weil letzten Sonntag war. Und aber muss man da irgendwas machen, um befördert zu werden? Und, so. Einen kleinen Antrag stellen, warum und wieso. Und ja. Okay. Warum und wieso ist das gleich? Und wo stellt man den Antrag? Also ich mach's ja nicht, aber. Forum. Also. Im Forum. Okay. Interne, beim internen Bereich. Ja, ich möchte mich gerne für den und den Rang befördern lassen, da ich mich weiter. Wie hieß das? Weiterbilden möchte und ich schon einige Qualifikationen mitbringe für die Beförderung. Dann mache ich das. Kann man mit Rang 2 fahren? Musst ja gucken. Ich glaube mit Rang 2 darfst du Limo und Van fahren. Geh doch in dieser Google-Tabelle, ne? Ja. Google-Tabelle. Ich auch. Ich nicht. Los hier gerade. Besser so. Ich war vorhin alleine und hatte um den Einsätze. War ganz schön. Ja, sowas hatte ich auch schon mal. Julian, was meinst denn du jetzt? Namen, hä? Ich bin auch als RTD. Hä? Das hab ich doch schon alles geändert, hä? Muss ich das Stream erstmal wieder ausmachen.